Jo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, ich weiß, ich war sehr lange nicht auf dem Kanal unterwegs, aber das hatte natürlich seine Gründe. Ich habe mich verletzt bei meinem Knie und habe einen Meniskusriss. Das ist leider wirklich so, ich kann kein Fußball spielen, nichts, und das hat mich auch so verhindert, YouTube weiterzumachen. Heute kommt ein richtig gutes Video, denn wir gehen Rote Stern Belgrad gegen Fiorentina schauen und ich melde mich dann später. So Leute, wir haben uns jetzt hingesetzt und essen etwas. Später dann gehen wir zum Stadion vom Roten Stern Belgrad. Ich zeige euch mal mein Essen. Also bis jetzt die Bewertung ist so eine 6 von 10. Und die Aussicht hier ist wirklich mega, die zeige ich euch auch. So Leute, ich habe jetzt schon angefangen zu essen, aber das Essen schmeckt wirklich gut. Und ich zeige euch jetzt mal die Aussicht. So Leute, wir haben jetzt alle gegessen und das Essen war wirklich gut. Also ich empfehle nur Souvenir weiter. Ist hier am See, wirklich brutal schön. Schaut euch mal die Aussicht hier an. So sieht das Restaurant von außen aus, also richtig schön. Also die Location ist halt nicht so, aber von außen sieht es schön aus. Leute, wir sind jetzt bei der größten Kirche des ganzen Balkans, auch Ramsvet Oksave genannt. Ich zeige euch mal, wie das hier von außen aussieht. Hier haben wir die größte Kirche, also orthodoxe Kirche von Europa, Ramsvet Oksave auch genannt. Das ist wirklich wunderschön, schaut euch mal den Ausdruck an. Leute, jetzt sind wir in der Kirche und in der Kirche drin sieht es wirklich mega schön aus. Ich zeige euch mal, wie das jetzt hier drin aussieht. Leute, wir haben einen kleinen Durchgang gemacht durch diese Kirche und sie ist wirklich wunderschön. Und jetzt geht es für uns ab ins Stadion und von dort aus werde ich mich da melden. Wir haben uns jetzt die Tickets geholt, wir sind bei der VIP-Lounge. Umgezogen haben wir uns auch, schaut Roter Stern Belgrad und ich zeige euch mal, wie das hier Auto sieht. Richtig nice. So sieht es hier im Gang aus. Jetzt laufen wir gleich ins Stadion und dort zeige ich euch, wie es dort aussieht. Leute, das sieht so wild aus. Leute, Popcorn-Rating 8 von 10. Stimmung auch so eine 8 von 10 bis jetzt. So, jetzt sind die Spieler von Fiorentina auf dem Feld. Und das Stadion ist bereits halb voll.
Leute, bevor das Spiel anfängt, mein persönlicher Tipp ist, Fiorentina gewinnt 2-0. Heute ist die 2-0 für Rote Stern Belgrad in der 11. Minute. Das Stadion dreht durch. Heute steht einfach 3-0. Also dieses Spiel ist wirklich... Leute, es sind 4-0 in der 23. Minute. Was ist mit Fiorentina los? Leute, krank 5-0. Krank, wirklich. Krank, was mit Fiorentina los ist. Leute, Halbzeitstand 5-0 für Roter Stern Belgrad. Ich weiß wirklich nicht, was mit Fiorentina los ist, aber ich denke, die holen das nicht mehr. Ich gratuliere an Roter Stern Belgrad, weil die haben wirklich gut gespielt und haben sich das verdient. Aber an Fiorentina ist das wirklich enttäuschend, weil die waren ja Liga-Konferenz-Finals und verlieren hier ein Spiel so hoch, das ist wirklich enttäuschend. Aber ja, hiermit verabschiede ich mich auch von dem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal.